richtig einen drauf zu machen. Also richtig feiern zu gehen, die Sau rauszulassen. Ein bisschen in der Gegend rumzuknutschen. Mich halt endlich mal benehmen wie die drei 24-Jährigen, die ich bin. Geht aber nicht. Erstens, Menschenmassen, die trampeln mich nieder, bevor ich überhaupt im Club bin. Zweitens, ich habe eine Mutter, die kriegt einen Vogel, wenn ich eine halbe Stunde einkaufen gehe, ohne dass ich an mein Handy gehe. Und wenn ich dann in einem Club bin und mein Handy nicht hört, dann... Und drittens, wenn ich um 12 Uhr nicht zu Hause bin, geht zur Polizei. Und außerdem alleine feiern gehen als Frau mit einer Behinderung. Ich glaube, ich habe da jetzt drei Dinge gesagt, die sich anhören wie Satan Pontius und Pilatus. Ja. Drei Fakten, die für sich sprechen, weswegen feiern jetzt nicht so auf meiner Hobbyliste stehen. Was nicht heißt, dass ich es nicht machen würde, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Wie gesagt, ich würde so gerne mal mit Freunden oder so einen drauf machen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben wirklich Alkohol getrunken. Ich habe einmal, das war der 18. von meinem Cousin, da habe ich Klopfer getrunken. Und das war das Härteste, was ich meinem Leben, meinem Körper je angetan habe. Nein, das war mein epileptischer Anfall und meine Geburt. Aber so ein Rauschmittel war, glaube ich, der Klopfer das Krasseste, was ich je. Wobei, ich habe mit 17, da habe ich das erste Mal gekippt und habe dann so gelacht und gegackert. Und dann kommt jeder, der mich halbwegs kennt, der weiß, dass ich das manchmal auch ohne Kiffen schaffe. Da brauche ich einfach nur das richtige Buch zu schreiben. Naja, egal. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, wobei ich so einfach mal einen drauf machen, wäre schon geil. Also es muss jetzt nicht gleich das Vollprogramm sein mit irgendwo in einem fremden Bett aufwachen, Kater und whatever. Aber so, ich finde eine ordentliche Jugend, da gehört schon mal dazu, irgendwo in der Gasse zu kotzen. Also habe ich mal irgendwo gehört. Und ja, so ein paar Drinks, ein paar coole Leute. Ich sitze ja den ganzen Tag zu Hause und sehe niemanden. Und wenn ich jetzt im Herbst umziehe, oder nächstes Jahr, oder über nächstes Halbjahr, whatever, dann so ein paar Leute, wenn ich dann alleine wohne, bevor ich irre werde, hätte ich jetzt nicht unbedingt ein Problem mit, muss ich sagen. Ja. Und ich meine, feiern gehen hat ja jetzt niemand. Ja, okay, vielleicht hat es dem einen oder anderen geschadet, aber ich würde so gerne mal was auch richtig mit Zaufen, ein bisschen fremdknutschen. Ich habe ja keinen Freund, kann ja machen, was ich will.
Die einzigen, die vielleicht Vogel kriegen könnten, sind meine Mom und meine Granny, aber die müssen ja nicht unbedingt davon erfahren. Ja. Ich hätte so gern mal feiern gehen. So gern. Vielleicht mit meinem besten Freund. Bastis und zwei Spastis am Du. Das klingt nach. Das klingt auch nach so einer Kurzserie, so einer 10-Minuten-Serie, die Freitagabend um 23.40 Uhr irgendwo auf ZDF Neo läuft oder so. Whatever. Nee, warte. Ich will so ein Cutout machen.